Ich teste das wohl verrückteste Fischgericht überhaupt. Denn ich wollte herausfinden, ob es möglich ist, eine Scholle im Toaster zu braten. Ich meine, so platt wie diese Kollegen sind, war das für mich eigentlich recht naheliegend. Von daher sollte es auch eigentlich klappen, oder? Also ging es für mich erstmal ins Wasser, weil ich musste Fische natürlich erstmal fangen. Und ich hatte Glück, denn die Plattfische hatten richtig Bock und die ersten Schollen und Flundern haben sich direkt meinen Badwurm vom Grund weggeschnappt. Besonders cool war dann auch noch, dass echt noch ein paar Hornhechte als Beifang mit draufgegangen sind. So hatte ich eine richtig schön bunte Fischplatte. In der Küche angekommen, habe ich die Schollen dann erstmal trocken getupft und dann in Backpapier eingewickelt und anschließend im Toaster getoastet. Und das zu meiner Überraschung sogar richtig erfolgreich. Denn die Fische waren perfekt durch und haben sogar echt gut geschmeckt, muss ich sagen. Das ganze Video zu diesem Experiment findest du auf meinem YouTube-Kanal.